Herr Alba, gestern hat sich der EU-Generalstaatsanwalt geäußert. Er sieht in der umstrittenen Brennelementesteuer der Bundesregierung keine Probleme mit dem EU-Recht. Was heißt das genau für E.ON und RWE? Ja, also die Äußerung des Staatsanwalts ist klar als Rückschlag für die Kernkraftwerksbetreiber in Deutschland zu werten. Allerdings steht eben noch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus, die wird im nächsten Halbjahr erwartet. In den meisten Fällen, wie es so war in der Vergangenheit, folgt allerdings der EuGH den Empfehlungen des Generalstaatsanwalts. Und das verheißt in Summe also nichts Gutes für die Versorger. Der Ausgang der Causa ist schwer abzusehen. Auf lokaler Ebene in Deutschland haben die Versorger bei den Finanzgerichten in München und Hamburg Erfolge erzielt, in Stuttgart dagegen nicht. Also es bleibt offen abzuwarten hier, welche Entscheidung getroffen wird. Unter dem Strich allerdings steht für die beiden Versorger E.ON und RWE sehr viel auf dem Spiel, für E.ON in etwa 3 Milliarden Euro und für RWE in etwa die Hälfte. Okay, aber Sie sagen auch, man kann derzeit noch nicht wirklich was sagen. Aber wie hoch schätzen Sie denn die Belastungen für die Versorger von dem Atomausstieg ein? Auch hierbei handelt es sich um sehr langfristige Kosten. Auch Fakt ist, E.ON, RWE und EnBW, also die drei Kernkraftwerksbetreiber in Deutschland, haben in ihren Bilanzen Rückstellungen in Höhe von 30 Milliarden Euro gebildet für den Abbau der Atomanlagen. Und egal, wie jetzt der Abbau von Staaten geht, ob das staatlich gebündelt in einen Fonds abgewickelt wird oder von den Unternehmen selbst getragen wird, wir gehen davon aus, dass es diese Summe übersteigen wird an langfristigen Kosten, auch für die Entsorgung des Mülls und in Summe doch erhebliche Belastungen. Okay, erhebliche Belastungen, sagen Sie. E.ON plant bereits ja eine Abspaltung der Altlasten in ein neues Unternehmen, angeblich auch solide finanziert. Ich kann mir vorstellen, Sie stehen dem eher kritisch gegenüber. Ja, vom Start weg soll das neue Unternehmen einmal mit einer Nettofinanzposition, also ohne Schulden ausgestattet werden. Und die Chancen dieser neuen Gesellschaft, die quasi das konventionelle Versorgungsgeschäft bündelt, liegen da weniger im Wachstum als in der Gesundung der klassischen Energieerzeugung, also in einer Margenerholung. Die ist derzeit noch nicht absehbar. Und strukturellen Änderungen im Sektor, wie etwa eine mögliche Einführung eines Kapazitätsmarktes. Allerdings hier hat sich in Deutschland auch kein klares Statement seitens der Politik abgezeichnet. Eher das Gegenteil ist der Fall. Kapazitätsmärkte sind in Deutschland in weiter Ferne gerückt und insofern dürften die Chancen hier, wie gesagt, weniger im Wachstum liegen als in der Gesundung und Margenerholung der konventionellen Erzeugung. In Anbetracht dieser doch beträchtlichen Risiken im Sinne der strategischen Neuausrichtung sehen wir denen aber sehr skeptisch gegenüber. Herr Alba, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Bitte gerne, ja.